Jesus Christus ist die Pforte zum Lichtreich. Es wird euch wahrlich die Pforte geöffnet zum Himmelreich, so ihr nur eingehen wollet in dieses und euch an den rechten Pförtner wendet, an Jesus Christus, der selbst euch dann einführet in sein Reich. Es gibt keine andere Pforte, wo ihr den göttlichen Erlöser Jesus Christus ausschalten könnet und dennoch zur Seligkeit gelanget. Ohne Jesus Christus bleiben euch die Pforten verschlossen und ihr müsstet außerhalb des Lichtreiches verharren, bis auch ihr euch entschließet, euch ihm und seiner Führung anzuvertrauen, bis ihr ihn anerkennet als den alleinigen Weg zum Licht, als den Erretter und Erlöser aller Menschen, die ohne ihn in Not und Elend leben, sei es auf Erden oder auch im geistigen Reich. Ihr alle müsstet euch ihm ergeben. Ihr alle müsstet den Weg betreten, den er euch gewiesen hat zur Zeit seines Erdenwandels. Ihr alle müsstet ihm nachfolgen. Dann führt euer Weg direkt in das Himmelreich. Dann seid ihr zurückgekehrt zum Vater, von dem ihr einst ausgegangen seid. Doch ohne Jesus Christus geht ihr ständig in die Irre. Ohne Jesus Christus sehet ihr nicht den rechten Weg. Vor euch ist alles lichtlos und ihr merket es nicht, dass ihr abwärts wandelt, anstatt zur Höhe. Ihr müsstet Jesus zu eurem Führer erwählen und ihr müsstet widerstandslos ihm folgen. Denn durch Jesus Christus und sein Erlösungswerk sind erst die Pforten zum Himmelreich erschlossen worden. Durch Jesus Christus und seinen Kreuzestod ist der Weg angebahnt worden für euch Menschen. Er ist ihn für euch gegangen, den Weg der Sühne und unendlicher Leiden. Er hat euch alle Hindernisse hinweggeräumt, die euch den Weg zum Vater versperrten. Und er hat euch selbst die Last abgenommen, auf dass ihr nun frei und leicht hinansteigen könnet, so ihr ihm nur folget, der euch vorangegangen ist. Darum wird keine Seele Eingang finden in das Reich des Friedens und des Lichtes, die Jesus Christus ablehnt, die ihn und sein Erlösungswerk nicht anerkennt und darum auch nicht von ihrer großen Sündenschuld befreit ist, die immer wieder zu Boden fällt und sich nicht allein erheben kann in lichte Höhen, die auch keinen Weg sieht, der aufwärts führt, sondern ständig abwärts schreitet, weil ihr der göttliche Führer, Jesus Christus, nicht beistehen kann, solange sie ihm sich widersetzt. Er allein ist die Pforte zur Ewigkeit. Er allein nimmt auf in sein Reich oder verwehrt den Eintritt der Seelen, die nach dem Leibestode das geistige Reich betreten. Er allein sondert die Seelen aus, je nach ihrem Willen, und selig, die sein waren schon auf Erden. Selig, die ihn anerkennen als Gottes Sohn und Erlöser der Welt, die in ihm ihren Vater von Ewigkeit sehen und sich ihm auch angeschlossen haben für alle Ewigkeit. Diese führt er ein in sein Reich, das Seligkeiten bietet ohne Zahl. Doch verschlossen bleiben die Pforten zum Himmelreich seinen Gegnern, die endlos lange noch draußen verweilen müssen, bis auch sie den einen anrufen, der sie zum Licht führen kann, Jesus Christus, der die Welt erlöst hat von Tod und Sünde. Amen.